Ja, das Besondere an den Pflegegeräten ist, dass sie einfache Materialien sind, also einfache Geräte wie eine Kiste und umgedreht ist es ein Podest oder das Dreieck einfach mit einem Brett als Rutschbrett, der Tunnel, der Krabbeltunnel zum Durchkrabbeln, einfache Elemente, die unterschiedliche räumliche Erfahrungen bieten, also die Erfahrungen bieten in der Auge-Hand-Koordination, in dem Einschätzen von Entfernungen, von Gefahren, wenn man jetzt von dem Podest runterkrabbelt, die Erfahrung von Schwerkraft, wenn man die Rampe runterrutscht oder versucht hochzukommen und rutscht immer wieder runter und muss gegen die Schwerkraft arbeiten. Ein frustrierendes Erlebnis, aber es stärkt einfach auch die Initiative, die Kraft, etwas zu wollen, hoch zu wollen, vielleicht oben, um zu den Autos zu kommen, dem, was oben drauf steht. Also da ist die Erfahrung natürlich von Schwerkraft einfach elementar. Im Krabbeltunnel ist die Erfahrung vor allem der Raum-Lage-Beziehung, der räumlichen Beziehungen, also zu erleben, ich stecke unten in dem Tunnel, es geht vor, es geht zurück, es ist etwas über mir, es ist etwas unter mir, an den Seiten kann ich durchgucken, aber ich kann nicht raus. Eben diese Orientierung in diesem Krabbellabyrinth, so heißt es ja auch Pickler-Krabbellabyrinth, dann eben nach rechts oder links raus zu krabbeln, zu überlegen, komme ich nach vorne raus, komme ich nach hinten raus. Das sind alles so Erfahrungen, die das Kind mit sich selber in Beziehung zum umgebenden Raum macht. Also diese ganzen drei Dimensionen auch zu erfahren, eben leibhaftig zu erfahren, ist eine Basis auch für die später höheren kognitiven Fähigkeiten. Da muss man sich ja auch im Raum orientieren, im Zahlenraum orientieren oder auch im Schriftraum ist ja auch ein zweidimensionaler Raum dann, in dem man sich zurechtfinden muss. Das Dreieck bietet die Herausforderung natürlich einmal der gegenläufigen Krabbelbewegung, dass Kinder rechte und linke Seite parallel bewegen, also rechter Arm, linkes Bein und umgekehrt beim Klettern und Greifen an dem Dreieck. Und der Mut, der aufgebracht werden muss, um über diese Schwelle oben, über diese Spitze drüber zu klettern. Und dann natürlich das tolle Erlebnis, das Rutschen ist ja einfach ein elementares und tolles Erlebnis, dann auch runter zu rutschen. Und da ist die Fantasie gefragt, man kann vorwärts rutschen, seitwärts rutschen, auf dem Bauch, auf dem Rücken, mit den Füßen zuerst, mit dem Kopf zuerst. Also da kennen die Kinder im Sitzen ganz unendlich viele Möglichkeiten, die uns im Traum noch nicht mal einfallen, wie das dann aussehen kann beim Rutschen. Ja, das sind so die Pickler-Elemente. Bei dem Podest gibt es ja noch den großen Podest, wo sie dann ein bisschen mehr lernen, Acht zu geben. Wo ist eine Kante? Wo muss ich aufpassen? Wo falle ich runter? Eben bei dem kleinen Podest, wenn sie sich hier an die Kante setzen, dann purzeln sie auch noch relativ sanft. Da dürfen sie dann auch die Erfahrung machen. Da muss ich aufpassen. So ist der große Podest dann eine etwas größere Herausforderung noch an die Geschicklichkeit auf dem etwas schmaleren Podest zu krabbeln oder später dann auch zu laufen. Man kann die Podeste alle auch als Kiste benutzen, umgedreht zum drin sitzen, zum sich gemütlich machen. Also es ist auch vielfältig verwendbar.